Was ist das hier für ein Ort? Die Halle der Schüler. Ein lebender Ort, aus Magie geschaffen. Versteckt zwischen zwei Augenblicken. Aber soll das hier so kalt sein? Ich spüre es auch. Es scheint, als sei seit viel zu langer Zeit niemand hier gewesen. Und schon in Mauswald erinnerte sich kaum jemand an uns. Nur die Alten. Wie lange waren sie nicht mehr hier? Zu lange, wie es scheint. Es ist an uns, die Tradition am Leben zu erhalten. Die Halle der Schüler ist ein Ort des Übergangs. Hier wird heute deine Ausbildung beginnen. Und hier wird sie enden. Alles geschieht im Schutz des ersten Baumes. Der erste Baum? Ist das der hier? Dies ist nur eine Statue. Der erste Baum ist der älteste Baum dieser Region. Er wacht über den Wald, über die Portalbäume. Er hält diese Welt zusammen. Bäume wie er sind so alt, dass sie schon in anderen Sphären existieren. Ihre Wurzeln reichen bis in Träume. Bis in die Fantasie. Und wo ist der erste Baum? In deinen Träumen hast du ihn vielleicht schon besucht. Doch die Lichtung, auf der er steht, ist verborgen. Die Wege, die dorthin führen, versteckt. Wie dieser Raum. Wenn deine Ausbildung vorüber ist, werde ich dich auf die Lichtung führen. So will es die Tradition. Doch zunächst musst du deine Ausbildung erst absolvieren. Und dazu... Dazu müssen wir dieses Ding in Gang bringen. Der erste Baum. Das gehört bestimmt zu dieser Maschine. Ist keine wirklich Ahnung, was so das ist, viel aber es gibt zwei davon. Da steckt eine Kugel in dem Glasrohr fest. Mal sehen, ob das so leicht ist wie Kleingeld aus Gullis Angeln. Hat geklappt! Wir müssen uns beeilen. Gar nicht mal schlecht. Aber das Ding läuft immer noch nicht. Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. So. Aha. Aber jetzt lass mich mal weitermachen. Das sieht doch schon besser aus. Aber irgendwas fehlt noch. Der erste Baum. Irgendwie strahlt dieser Steinbaum etwas sehr Gutes und Warmes aus, obwohl es hier so kalt ist. Aber nein. Irgendwie gruselig, wie die einen anstarren. Wer die wohl alles sind? Sehr gut gemacht. Diese elektromagische Apparatur ist dem Zeitfluss entkoppelt. Sie verarbeitet Informationen aus Vergangenheit und Zukunft und druckt diese in Bildern auf Karten, presst aus dem Laub von Portalen. Da! Darf ich sie nehmen? Natürlich. Diese 16 Karten können dir schon jetzt viel über deine Ausbildung sagen, wenn du sie zu lesen verstehst.
Doch mit diesen Karten ist es wie mit Träumen. Ein jeder kann sie selbst am besten deuten. Die Maschine. Ungewöhnlich. Eine weitere Karte. Was zeigt sie? Das bin ja ich. Äußerst ungewöhnlich. Was mag das nur zu bedeuten haben? Huch! Da schwebt wer! Das ist ein Geist! Ein Geist, Jerry? Ich glaube nicht. Oder hast du deinen Körper nun schon für immer hinter dir gelassen, Magier von Mauswald? Ich kann fühlen, wie nicht weit von hier mein Bein einschläft. Also nein, ich scheine ihm die Treue zu halten. Auch wenn er alt wird und seine Narben zwicken. Sag mir, Marquis, wie bist du entkommen? Entkommen, Magier? Ich bringe einen Schüler. Ich freue mich, dich zu sehen und diese Halle der Schüler geschützt zu wissen. Du bringst also einen Schüler. Sag ihm, er soll mich in meinem Haus aufsuchen. Was will der schwebende Mann denn von mir? Er ist der Hüter der Portale. Deine Ausbildung beginnt. Nimm den Schlüssel, Jerry. Du musst den Magier von Mauswald aufsuchen. Wahrscheinlich wird es nicht einfach werden, ihn zu wecken. Doch bald darauf wirst du deinen ersten Zauber erlernen. Sie sind zurück. Uhu. Suche das Schloss zu dem Schlüssel, den der Geist in der Halle der Schüler verloren hat. Hinter der Tür wirst du einen alten Freund von mir treffen. Auf bald. Der erinnert mich an eine Tür, die ich gesehen habe. Aber wo war die? Huch, der Schlüssel hat sich einfach in Luft aufgelöst. Aber die Tür ist jetzt offen. Was ist das denn hier für ein Ort? Alles ist so riesig. Oh, da wird einem ja fast schwindelig. Ein Aufkleber. Noch so ein Tropfen. Ein riesiger verlassener Bahnhof. Dieser Stein sieht ja seltsam aus. Es ist eine Bildstele aus der Halle der Schüler. Oh, woher kam denn die Stimme? Kenn ich doch. In der Halle der Schüler gibt es jeweils eine Stele für jeden Schüler, der hier ausgebildet wurde. Doch diese hier wurde vor langer Zeit von der Halle ausgespielt. Ich habe sie tief im Wald gefunden und versuche, ihr Geheimnis zu lüften. Die Verbannung durch die Halle ließ das Bild in 32 magische Tautropfen zerspringen, die sich über ganz Mauswald verteilt haben. Wer mit Felsen sprechen kann, kann die Stele selbst befragen, wie viele Tropfen fehlen. Würde jemand alle 32 Tautropfen sammeln, könnten sie sich zum Bild des ausgestoßenen Schülers formen.
Wow, das klingt spannend.